ein Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch was muss, das muss, und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause in meinem Bett durchs Internet. Alles ist relativ normal, alles ist, ach, Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen. Auf Schloss Einstein war mal wieder viel los. Die Mutprobe der Jungs drohte aus dem Ruder zu laufen. Als die Mädchen ankamen, sah Billy nur noch eine Möglichkeit. Billy! Ah. Was ist los? Zum Glück ging alles gut. Paul stänkerte weiter. Nur meine Hose ist hinüber. Muss ich die jetzt auch noch bezahlen? Nach dem Streit mit Conny merkte Anton, dass Sophie mehr als eine Freundin für ihn war. Er brauchte Rat. Mal angenommen, du findest zwei Männer gut. Also gleichzeitig. Mhm. Was würdest du denn machen? Ich würde einfach auf mein Gefühl hören. Conny tat das Ganze schrecklich leid. Ich wollte dich ja anrufen und dir alles erklären. Du warst nicht da. Bitte, Anton. Anton wollte sich mit Conny wieder vertragen. Er machte sich Sorgen, dass sie etwas von Sophies Hilfe erfahren könnte. Hast du Conny eigentlich davon erzählt? Ich hab's versucht. Eigentlich war da ja auch nichts. Beim Abschied in die Osterferien sah es aus, als wäre alles wieder in Ordnung. Oder? Seit den Osterferien sind 2 Wochen vergangen und der Alltag ist wieder eingekehrt. Anton und Sophie sind sich aus dem Weg gegangen. Und Billy und Lukas sind inzwischen ein Paar. Ich weiß gar nicht, was du hast. Sieht doch toll aus. Irgendwie habe ich mich immer noch nicht dran gewöhnt. Oh, wieso bist du denn so muffelig? Die ganzen Klassenarbeiten gehen mir voll auf den Zeiger. Die Ferien sind gerade mal 2 Wochen vorbei und wir haben schon 3 geschrieben. Wisst ihr schon das Neueste? Ihr seid nicht ganz um den See rumgekommen. Ah, sehr witzig. Nein, die Lagerhalle wird morgen abgerissen. Und was mit unseren Sachen? Die wollten wir doch vorher rausholen. Wenigstens die Hanteln und die Fitnessgeräte und so. Na, am wichtigsten ist ja wohl der Flipper. Der ist am meisten wert. Wem gehört er eigentlich? Keine Ahnung, der stand da schon immer. Dir geht's doch gar nicht um den Flipper, oder? Du willst Paul eins auswischen. Und wenn schon, kommt ihr nun mit, oder nicht? Ich habe einen Zahnarzttermin. Okay, aber du machst keinen Ärger. Ich doch nicht. Ich bin mal gespannt, wie du Paul den Schlüssel für die Lagerhalle aus den Rippen leiern willst. Na, wie sieht's aus, Mabel? Gehen wir heute schwimmen? Du hast ja Nerven. Wie Drahtseile, warum? Musst du nicht pauken? Ach, deswegen muss man doch nicht aufhören zu leben. Guten Morgen. Guten Morgen. Felix, auch für dich beginnt jetzt der Geschichtsunterricht. Ja, Entschuldigung, ich habe sie nicht gesehen. Wie ihr ja wisst, gehen wir alle mit Riesenschritten auf das Ende des Schuljahres zu. Oh, enfin, je suis déjà prêt pour les vacances. Ich bin schon wieder absolut ferienreif. Und deswegen wollte ich wirklich jedem von euch raten, sich noch mal ordentlich ins Zeug zu legen. Sie wollen also wirklich die Klassenarbeit schreiben? Wie angekündigt. In 2 Tagen werde ich euch die einzigartige Möglichkeit geben, eure Kenntnisse des gesamten Schuljahres unter Beweis zu stellen. Wie jetzt? Alles, was wir in dem Jahr gemacht haben? So ist es. Von der Aufklärung bis zur Weimarer Republik. Wir haben gerade erst Mathe geschrieben und übermorgen Französisch. Ach, lass mal, schaffen wir doch locker. Also dir würde ich raten, diese Arbeit nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Kein Problem. Lassen Sie das mal meine Sorge sein. Wie du meinst. Ich muss die Klasse nicht wiederholen. Gehen. Wohin denn? Außer zum Schlafen und im Unterricht sehen wir uns ja kaum noch. Ja, aber du bist doch auch ständig mit Anton unterwegs, wenn du nicht gerade zu deinem Schauspielworkshop gehst. Ihr passt eben gut zusammen. Warte mal. Wer ist das denn? Gonzo. Der ist ja voll süß. Wo hast denn den her? Naja,
Auf Schloss Einstein dürfen doch keine Haustiere gehalten werden. Und da ich ja sonst nur störe... Das stimmt doch so gar nicht. Jedenfalls ist er aus dem Tierheim und er freut sich immer riesig, wenn ich komme. Und wie alt ist er? 2, 3 Jahre. Seine Besitzer haben ihn an einer Autobahnraststätte ausgesetzt. Oh, der Arme. Darf ich ihn vielleicht auch mal ausführen? Klar, wenn du mal Zeit hast. Ach komm, wir sind doch Freundinnen. Warte, Cleo, ich komme mit. Schön. Ich muss nur noch schnell ein paar Bücher aus der Bibliothek holen. Das ist ganz nett geworden, oder? Bei der tollen Aussicht kommt man doch gerne in die Schule. Wir sind völlig begeistert vom neuen Flur. Nicht wahr? Herr Sieger war gestern auch sehr angetan von dem Ergebnis. Guten Tag. Danke. Herr Sieger, das ist doch der Bauunternehmer mit dem Scheck, oder? Ohne seine Spende wäre das alles nicht möglich gewesen. Der schmeckt richtig gut. Na, dann hat sich die Anschaffung ja offenbar gelohnt, Nadja. Moment, die erste Runde geht aufs Haus. Oh, danke schön. Danke. Moment. Grüner Tee. Davon soll man ja angeblich gelassen und weise werden. Tja, und gesund, geistig wach. Dafür brauchst du doch keinen grünen Tee. Danke, danke. Also, ich versuch's mal mit kaltem Kakao. Tja nun, neue Geräte haben so manchmal ihre kleinen Tücken. Es darf gelacht werden. Hallo, Papa? Moment, ey. Papa? Ciao, Antonia. Wie geht es dir, Caramia? Mir geht's gut, Papa. Aber Oma geht's leider schlechter. Was heißt das? Wir mussten sie gestern ins Krankenhaus bringen. Sie hat keine Luft mehr bekommen. Oh, Madonna. Und was sagen die Ärzte? Sie braucht vielleicht einen Herzschrittmacher. Aber keine Panik, das ist Routine heute. Und die Trattoria, was ist dir damit? Die werden wir erst mal dicht machen. Papa, du musst nach Mailand kommen. Ich habe Gäste. Wenn Patricia Zeit hat, dann kommen wir. Und dann kümmere ich mich um eine Lösung für die Trattoria und bis die Mama wieder gesund ist. Papa, ich glaube, du hast mich nicht richtig verstanden. Oma wird nicht wieder so gesund, dass sie noch einmal in die Trattoria kann. Wie meinst du das? Hab ich doch schon gesagt. Papa, du musst nach Mailand kommen. Umziehen. Verstehst du? Wir reden heute Abend. Ich muss darüber nachdenken. Ciao, Bambina. Ciao. Was, okay? Voilà, ma belle. Was willst du denn damit? Proviant. Wir wollten doch schwimmen gehen, oder hast du keine Lust mehr? Naja, Lust schon. Aber meine Mutter hat gerade angerufen. Und? Naja, meine Mutter möchte gerne im Sommer mit mir nach Martinique fliegen, zu einem Tauchkurs. Nimmst du mich mit? Sehr witzig. Allerdings hat sie zur Bedingung gemacht, dass ich im Französischaufsatz mindestens eine 2 schreibe und in Geschichte eine 1. Schaffst du doch locker. Sag mal, warum hast du dich bei Wölfchen eigentlich so weit rausgelehnt? Ich hab doch einen richtigen Lacher. Bist du immer so cool oder tust du nur so? Weißt du, es gibt Dinge, die sind weniger wichtig und andere sind sehr wichtig für einen Franzosen. L'amour zum Beispiel. Ich glaube, du brauchst dringend mal eine Abkühlung. Aber auch nur mit dir. Ja, sehr witzig. Vielleicht überlegst du es dir anders. Ma. Bell. Dieser Arsch von Paulik, das sollte doch noch ein paar Jahre dauern bis zum Abriss.
Danke. Meine Mama hat gesagt, das ist so ein richtig fieser Immobilienhai. Von wem sprecht ihr? Von dem Typen, der sich die Lagerhalle unter den Nagel gerissen hat. Und das alles für ein paar kleine Reihenhäuschen. Tja, so ist das Leben. Nichts ist für die Ewigkeit. Wir müssen nur noch den Flipper an Sicherheit bringen. Aber wohin? Pino? Hättest du was dagegen, wenn wir unseren Flipper hier aufstellen? Ach, ich weiß ja nicht, ob sich das für mich noch lohnt. Ach, Pino, du bist doch sonst auch kein Spielverderber. Es kann sein, dass auch ich mich verändere. Heavy jetzt. Ich überlege, zurück nach Italien zu gehen. Meine Mama geht es nicht so gut. Na super. Ja, was wird dann aus der Eisdiele? Ja, jetzt mach doch nicht so ein Gesicht. Ich werde schon dafür sorgen, dass ihr hier weiterhin Eis essen könnt. Und zwar nur das Beste. Wie wär's mit Skateboard fahren? Du wolltest doch unbedingt mal mitkommen. Ja, eigentlich schon, aber ich... Lass mich raten. Du musst unbedingt zum Schauspielunterricht. Trotzdem wäre schön, wenn wir mehr Zeit füreinander hätten. Was willst du denn trinken? Ein Früchtetee. Früchtetee. Hallo. Früchtetee. Pech ohne Soße. Na, Tea Time ohne Tee eben. Hallo zusammen. Das darf doch nicht wahr sein. Ich wollte euch noch was sagen. Ach so, ja. Danke für eure Hilfe bei der Aktion auf dem Schrottplatz. Schon okay. Und was ist mit Billy? Deswegen ist jetzt aber noch lange nicht kuscheln angesagt. Nee. Keine Panik, so habe ich es auch nicht verstanden. Ist noch was? Ja, hast du den Schlüssel für die Lagerhalle noch? Wozu brauchst du den? Naja, ich würde gerne noch ein paar Sachen rausholen, bevor die Schrott sind. Ich hab ihn nicht. Und wer hat ihn dann? Du wirst doch wohl noch wissen, wem du den Schlüssel gegeben hast. Was soll denn es sein, scheiß Verhör oder was? Mann, und deinetwegen habe ich mich bei dem Deppen entschuldigt. Was hast du gesagt? Wolltet ihr nicht noch was erledigen, Jungs? Stimmt. Willst du nicht endlich zugeben, dass zwischen dir und René was läuft? Wie kommst du denn da drauf? Das hat doch jeder in der Klasse mitgekriegt, wie er dich ständig anbaggert. Quatsch, wir sind nur Freunde. Freunde? Na klar. Sieht er das genauso? Ja, sicher. Was denkst du denn? Sicher. Und aus reiner Freundschaft ist er ständig hinter dir her. Sowas kannst du dir natürlich nicht vorstellen. Na klar, ist doch ganz normal. Er lädt dich ständig ein, bringt dir kleine Snacks vorbei und so. Und das aus purer Nächstenliebe. Du hast ja recht. Seine Anmachen nerven mich schon ziemlich. Und dann solltest du ihm das vielleicht sagen, bevor er sich zu viel Hoffnung macht bei seiner Mabel. Was kann ich denn dafür? Da hat er wohl irgendwas missverstanden. Pass mal auf, dass du hier nichts missverstehst. Wohl, oh. Ah, oh. Herr Pasulke, ja. Tut mir leid. Aber ich habe Sie gar nicht gesehen. Haben Sie sich wehgetan? Nee. Alles in Ordnung. Die Maler sind ja schon erfreulich weit. Ja. Aber was ich noch sagen wollte, der Getränkeautomat hat allem Anschein nach Probleme. Na, dann schauen wir doch mal nach, nicht? Was für ein Getränk hätten Sie denn gern? Kalten Kakao. Moment, ich hab's parat. Danke. 0, 4, 20. Ja, bitte.
Geht doch. Verstehe ich nicht. Ja, vielleicht machen Sie bei der Bedienung was falsch. Nein, nein, ich hab's genau so gemacht. Tja, vielleicht hat der Automat was gegen Sie, sowas was ergeben. Naja, wie auch immer, ich denke, Sie werden bestimmt die besten Freunde werden. Hoffentlich. So ein Mist. Was hast du gesagt? Ja. Hallo Sue, schade, dass du nicht gekommen bist. Das Wasser ist schon ziemlich warm. Vielleicht wirst du ja nachkommen. Sorry, aber ich pack's einfach nicht. Macht nichts. Ich wollte dir auch nur was vorbeibringen. Le voir soleil. Oh, Sue, du bist ja schon fertig mit deinem Aufsatz? Sei mir nicht böse, aber den kann ich nicht annehmen. Und warum nicht? Weil du auch noch einschreiben musst? Das mache ich auch in 0,nix. Nett gemeint, aber danke. Das ist ein Geschenk. René, ehrlich gesagt habe ich keine Lust mehr auf diesen Beschiss. Dann gib ihn doch mir. Macht damit, was ihr wollt. Over. Ich weiß. Alles nur rein freundschaftlich. Und was ist, wenn er hängen bleibt? Das wäre doch nicht meine Schuld. Ich an deiner Stelle würde endlich mit ihm reden. Voll fett. Passt. Okay, wir machen eine Testphase. Wenn das Ding nichts einbringt, dann müsst ihr euch einen anderen Platz suchen. Hm? Strom ist da unten. Spielen wir eine Runde? Zahl gewinnt. Die Einsteiner werden ausrasten. Na und? Fragen sich doch bestimmt, wo wir das Ding herhaben, ohne Schlüssel. Klar. Und Lukas spult sich wieder hoch. Dann kriegt er Stress mit seinen Mädels und wir haben was zu lachen. Klar lerne ich. Nein, Mathe ist kein Problem. René, ich muss mit dir reden. Geschichte? Ja, ganz gut gelaufen. Ey, gut, Papa, ich muss jetzt Schluss machen. Hä? Nein, Hausaufgaben. Vraiment, mach dir keine Sorgen, das Zeugnis ist okay. Nein, Papa, ich bin noch nicht faul. Nein, und ich hab ja auch gar keine Fehltage. Ja, au revoir, Papa. Ist dein Vater auch immer so nervig? Das spielt doch keine Rolle. Warum hast du ihn angelogen? Du meinst wegen der sechsten Geschichte? Ich habe ihm nur nicht die ganze Wahrheit gesagt. Also wenn ich meinem Vater alles erzähle, dann kriege ich ihn immer rum. Du kennst meinen Alten nicht. Der macht mich fertig. Kann ich dir irgendwie helfen? Warum bist du eigentlich gekommen? Hast du deine Sachen eigentlich schon gepackt? Welche Sachen? Naja, ich dachte, wir könnten vielleicht noch schwimmen gehen. Ich fass es nicht. Das ist unser Flipper. Was gibt's? Wir haben noch nicht offen. Wie seid ihr bitte schön ohne Schlüssel an den Flipper rangekommen? Zufall? Wir haben das Teil im letzten Moment vom Schrottwagen geholt. Eure Sachen sind übrigens draußen. Komischer Zufall. Das glaubst du ja wohl selbst nicht. Nee, tue ich auch nicht. Du hast uns belogen! Und was dagegen? Und ob? Spinnt ihr? Ihr habt unsere Sachen im Regen stehen lassen. Kein Streit.
Achtung, dein Babysitter. Ganz schön streng, die Mutti. Bleib cool, Lukas. Soll ich dir vielleicht Hanteln besorgen? Wozu denn? Dann kannst du fleißig trainieren und musst dir nicht immer von Mädels helfen lassen. Oh, du Idiot! Ich hab dich nicht ganz verstanden. Was hast du gesagt? Ich hab doch gewusst, dass du ein Feigling bist. Du bist toll. Ich glaube, ich sollte Paul öfter blitzen lassen. Letzte Chance. Wäre doch gelacht, wenn ich mit dir nicht zurechtkäme. Kakao, Lemon, Pfeffer. Ochsenschwanzsuppe. Kakao. Ich sehe, wir verstehen uns. Was Halle wohl noch so spät von dir will? Wahrscheinlich ist ihm langweilig. Nein, irgendwas mit meinen Zensuren. Was ist denn? Weiß nicht. Du bist ganz blass. Quatsch, wird schon wieder. Drück dir auch ganz doll die Daumen. Ja? Guten Abend, René. Guten Abend. Komm, setz dich doch bitte. Worum geht's denn? Um deine schulische Situation. Ich habe gesehen, dass du nicht nur bei mir in Englisch, sondern auch in anderen Fächern nicht gut stehst. In Geschichte? Und in Physik. Es geht um deine Versetzung. Und mir scheint, du hast dich damit noch nicht wirklich auseinandergesetzt. Was ist los mit dir? Hast du irgendwelche Sorgen, über die du mit mir reden willst? Im Moment nicht. Na gut, ich schlage vor, wir machen Arbeitsteilung. Du setzt dich ab jetzt auf deinen Hosenboden und ich kümmere mich darum, dass dich deine Eltern unterstützen und nicht aus allen Wolken fallen. Was? Wie meinen Sie das? Ich rufe jetzt seinen Vater an. Nein, bitte, Herr Haller, tun Sie das nicht. Und nächstes Mal bei Schloss Einstein. Und sonst alles okay? Ja, was soll denn nicht okay sein? Naja. Außer in der Schule sieht man sich ja kaum noch. Ja, wer hat denn gesagt, ist vielleicht auch besser so. Oh, Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kids von morgen.